kamst du dann zum Mode? Warum hast du dich für Mode entschieden, nicht für Beauty? Ich wollte immer bloggen, aber ich war ja im Berufsleben. Mhm. Und ich habe dann bei Kleiderkreisen angefangen, Sachen zu verkaufen und die zu stylen. Und wie gehst du vor, wenn du dir dein perfektes Styling zusammensuchst für den Abend? Meistens starte ich mit einem Teil. Also dann sage ich zum Beispiel, oh, heute habe ich richtig Lust, die neue Handtasche zu tragen oder den High Heel zu kombinieren, und dann baue ich das Outfit quasi drumherum. Ach, du gehst auch mal von unten nach oben? Ja, wenn das ein toller Schuh ist, weil sonst ist es halt manchmal auch überladen. Und ich glaube gerade so in der Mode, dass es als Frau auch oft anstrengend ist, wenn du so ein total überperfekt gestyltes Outfit anhast, dann fühlst du dich nie so richtig wohl. Und deswegen überlege ich vorher so, was ist irgendwie das Statement Piece, was jetzt im Mittelpunkt steht, und dann gebe ich dem aber auch ein bisschen Raum und baue alles andere quasi drumherum. Wie ist es beim Make-up? Es kommt immer drauf an. Ich betone gerne Augen, aber gerade bei Abendveranstaltungen betone ich auch gerne die Lippen. Fühlt sich schon weiblicher, siehst halt auch irgendwie wie femininer aus. Deswegen Lippen, doch für abends finde ich Lippen schon am schönsten. Ich bin auch ein super Freund davon mittlerweile, einfach wegzugehen von diesem ganzen Matt-Trend, sondern eher wieder zu den Glossen zu kommen, so ein bisschen 90s, einfach wieder richtig viel Sparkle und auch Topcoats zu benutzen. Beispielsweise auch einen goldenen Topcoat, dass man halt ein bisschen mehr Brillanz auf den Lippen bekommt und dass man halt einfach so ein Statement damit setzt. Irgendwie, dass du jetzt mal heute nicht auf deine Handtasche dein Outfit umrum baust, sondern dass wir vielleicht mal die Lippe als Fokus setzen und dann halt einfach so drumrum bauen. Finde ich schön.